tut mir wirklich leid, aber ich denke, wir haben da ein kleines Problem am Start. Sie entschuldigen. Ronnie, Zielperson, scheint sich hier noch irgendwo in der Wohnung aufzuhalten. Was ist denn passiert? Worum geht's denn? So wie es aussieht, Milady, haben wir da vorhin den Falschen erwischt. Es war kein Prototyp, kein Serienmodell, es war ja nicht mal eine richtige KI. Ach, wirklich? Das ist ja eigenartig. Ja, die Kollegen, die waren gerade dabei, das gute Teil aufzuschrauben, um die Software durchzuchecken. Da wacht die auf. Sie können sich vorstellen, was da los war. Ja, macht uns die Hölle heiß. Schadensersatzmeldung und so weiter. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich diesen Oliver? Nein. Flüchtig. Verstehe. Sonst hätten Sie uns schon längst über diese Verwechslung aufgeklärt, nicht wahr? Natürlich. Natürlich. Aber laut Finder befindet sich die 2.0er-Serie noch hier irgendwo in der Wohnung. Also nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie erlauben mir, dass ich mich kurz umsehe? Brauchen Sie dafür keinen Durchsuchungsbefehl? Es ist wirklich nur in Ihrem Interesse, Milady. Mit so einer mutierten KI ist nicht zu spaßen. Bad ist clean. Ah. Da drüben geht's zur Küche? Ja. Warum? Naja, KIs, die halten sich gerne Küchen auf. Und laut Finder befinde ich mich hier auf dem richtigen Weg. Ach so, nein. Da ist keiner drin. Ich kann Sie wirklich nur warnen, Milady. Finger weg von so einer mutierten KI. Die können wirklich zuckersüß sein, aber im nächsten Moment stellen die Ihnen die Bude auf den Kopf. Ich habe ein köstliches Wöf-Stroganoff zubereitet. Der Plastikkübel. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Wöf-Stroganoff zählt zu den Klassikern unter den Kochrezepten. Papa! Du hast Papa. Papa 2.0, hallo, guten Tag. Schau, was ich gefunden habe. Und der Plastikkübel versteht man einen Kübel aus Plastik. Die chinesische Billigware habe ich schon ganz vergessen. Meinen Sie schicke Luxusware, auf die bin ich ganz versessen. Ihr scheint hier ein ganzes Nest von denen zu geben, was? Wolf Stroganoff wurde wahrscheinlich für einen Kochwettbewerb Ende des 19. Jahrhunderts in St. Petersburg erfunden. Ich hoffe, Sie haben hier keine mutierten KIs versteckt. Man kennt es auch unter Stroganoff, Stroganoff oder Stroganoff. Das könnte sich teuer zu stehen kommen. Und natürlich auch unter die Schnetzel, das Ragout und eben Wolf. Also, ich habe keine Ahnung, wo Sie plötzlich hergekommen sind. Ich habe die Küche aufgeräumt, gefeuchtet und gewischt, die Fenster geputzt, die Spülmaschine angeworfen und gekocht. So. Muckelchen, und ihr drehen mir gleich mal den Saft ab, du kleiner Putzteufel. Ronny, ich stehe hier vor der Asia-Ware, die scheint mir voller Bier zu sein. Milady, ich hab sie gewarnt, mit diesen Dingern ist nicht zu spaßen. Ach du Scheiße. Ronny, die Person ist auf Kampftechniken programmiert. Dieser Tamagotchi fühlt sich auf wie Bruce Lee. Oder vielleicht probieren Sie es einfach mal auf die konventionelle Art. Papa 2.0 wird runtergefahren. Ja, fährst du runter, oder was? Ronny, KI reagiert positiv. Sagten Sie nicht, die läuft nicht über Ihren Account? Das tut sie nicht. Wie gesagt, es ist mir völlig schleierhaft, wo sie hergekommen ist. Papa 2.0 läuft nicht über Emmas Konto. Papa 2.0 läuft über... In den Energiesparmodus. Ja, genau. Papa 2.0 läuft in den Energiesparmodus. Ronny, check mal Papa 2.0, ob die eine von uns ist. Also rein optisch tippe ich auf China oder Korea. Dann könnte auch ein indisches Produkt sein. Ronny, KI ist runtergefahren. Ich bringe die Kleine jetzt nach Hause. Und sie kommt einfach so mit? Ja, na klar, ab ins Werk. Und wenn sie Glück hat, dann verpassen die ihr noch eine dringende Schönheitsoperation. Scheint mir wirklich ein indisches Produkt zu sein. Die Inder, die produzieren jetzt verstärkt am Erotikmarkt. Ja, der Trend zum Kuschel-KI, der wird immer größer. Dauert nicht mehr lange, wir haben hier den perfekten Sexroboter. Na, Süße. Wie geht's mit uns zwei?
Pfoten weg, ja? Du stehst auf Spielzeuge, das gefällt mir klein. Ey, fass mich nicht an. Papa 2.0 bietet dem Konsumenten eine Vielzahl an Dienstleistungen. Fängt ihr an, mich hier anzubaggern? Neben den klassischen Haushaltstätigkeiten können Sie Papa 2.0 jederzeit für sexuelle Bedürfnisse aller Art verwenden. Ronny, wie kann ich stehen hier vor einem asiatischen Sexroboter? Was soll ich tun? Papa 2.0 ist allzeit bereit und lässt Männerherzen höher schlagen. Papa 2.0 verfügt über ein Repertoire von 150 Stellungen und bracht ihn in das aller Welt. Die Nelly könnten Sie vielleicht mal... Ja, natürlich! Papa! No? Sieht gut aus. Werde ich mal die Kleine hier per Fernsteuerung nach Hause bringen. Nicht, dass sie mir auf dumme Gedanken kommt. So, Muckelchen. Einen Schritt zurück. Einen in die Mitte. Und nach vor und immer schön hinter mir her. Milady, ich denke, wir sehen uns sehr bald wieder. Muckelchen immer schön, Sicherheitsabstand bewahren und auch hier schön. Muss ich mir Sorgen machen? Im Gegenteil, du wirst Augen machen. Muckelchen, was weißt du? Schau mal, Süßer! Immer 3 Meter hinter mir her und keine schlüpfrigen Kommentare mehr, haben wir es verstanden? Papa 2.0, hallo, auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie sind mit dem gewünschten Profil zufrieden. Muckelchen! I like Chinese.